Schmeiß die Krücken weg. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der du deine Krücken wegwerfen kannst. Bis zum heutigen Tag glaubtest du, du müsstest immer wieder neue Schallplatten kaufen? Doch die Platte, die dich aus diesem Zwang erlöst, wird nie bei einer Plattenfirma erscheinen. Diese bleiben immer verstrickt in das Netz der kommerziellen Verwertungsstrukturen. Die Hohepriester des Materiellen? Todfeinde des reinen Geistes. Aber tausende von Schallplatten sind erschienen, bevor du geboren wurdest und werden weiter erscheinen, wenn du längst gestorben bist. Diese Platte erscheint nur für dich. Wenn ein junger, ernster Mann im schwarzen Anzug an ihre Tür klopft und behauptet, er könne ihnen die Ewigkeit um 90 Schilling verkaufen, dann weisen sie ihn nicht gleich brüsk von ihrer Schwelle. Glauben Sie mir, der Mann lügt nicht. Von hier bis zur Unendlichkeit kostet es sie tatsächlich nur 90 Schilling. Kunststück, jedes Stück dieser Platte läuft nach spätestens 90 Sekunden in einer Endlosrille. Läuft weiter bis in alle Ewigkeit. Warum die Ewigkeit so einen Lärm macht? Diese Platte ist ein Rückfall. Der zweite Gitarrist einer ehemaligen Kunstschulband spielt wieder Kunstvorzugsschüler. Das ist der Rückfall. Er heißt Lee Rinaldo, Gitarrenmann bei Sonic Youth. Seine Soloanstrengung From Here to Infinity. Tonjournal. Bei uns braucht keiner vor der Tür stehen. So verwegen und verbogen können die Ideen gar nicht sein. Wir haben ein goldenes Herz. Darum geben wir auch heute wieder 133 Künstlern, verloren zwischen eigenem Anspruch, Hitparade und Zensur, ein neues Zuhause. Sie haben sich dafür mit aufregenden Schallplatten bedankt. Hier kommt die zweite. Werner Geier und Doris Glaser hoffen, dass sie gut bei Ohr sind. Debbie Harry in der Wäscheschleuder. Das Gerät steht in Sheffield, England. Der kleine, feine Waschsalon nennt sich A Primary Industry. Wahrscheinlich haben sich die gedacht, was unsere Stahlgefährten Age of Chance im Hauptwaschgang mit Kiss von Herrn Prince geschafft haben, das gelingt uns schon beim Vorwaschen. Das ist die Nummer Uno in einer neuen, dynamischen Serie. Schreiben die jungen Soundarchitekten auf die Plattenhülle. Einer Serie, in der A Primary Industry den Stars Tribut zollen. Oder haben sie die Sterne gemeint? Wir sind begeistert. Warte nicht auf den einen K.O.-Treffer, Schlagkombinationen. Einmal ein Ball, ein Schuss.
Der Tränen in der Ringecke war deutlich genug, aber Mike, ich prügle ihm das Nasenbein ins Gehirn. Tyson, der Mann, in den man höchste Hoffnungen gesetzt hatte, versagte kläglich, war unbeweglich, unflexibel. Nur der Gegner war eine noch taubere Nuss. Was sind das für Zeiten, wenn der Champion aller Klassen nur mehr ein tumber Klotz ist? Ich wette, auch der neue James Bond ist ein Weichling. Und seit Bruce Springsteen von seinem Gitarrenstimmer als gemeines Arschloch entlarvt wurde, ist nichts mehr wie früher. Es ist eine fremde und seltsame Welt, meint auch der Plan. Tapfere, kleine Kunstsekte aus Düsseldorf. So heißt auch ihr neues Album. Es ist eine fremde und seltsame Welt. So, sie haben 5 Minuten herauszufinden, wo der Plan sich diesen Satz geborgt hat. Ein Tipp, Blau ist sehr heiß in diesem Fall. Die Geschichte des schwarzen Goldes. Der Plan, 1987. Schönen guten Tag. Brauchen Sie ein paar Lebensweisheiten? Heute günstig. Nur 2,50 Mark. Bleib Gold. Press den G-Punkt. Kreuze niemals deinen Weg. Komm zurück. Gut, dass sie nichts gekauft haben. Das waren nur Stücktitel von Planliedern, aber die sind auch ihr Geld wert. Die Leute vom Plan, Dalke, Fenstermacher, Reichelt, sie werden es nicht zugeben wollen, aber sie sind nicht mehr so fröhlich wie früher, als sie noch Kinderlieder sangen wie »Da vorne steht eine Ampel«. Auf eine eigenartige Weise sind die drei von der Lebenskunst Zapfstelle erwachsen geworden. Früher waren die Plattenhüllen bunt, dafür sorgte Milan Kunz. Dieser hier ist schwarz und duster. Ist die Welt so böse? Vor Jahren sang man doch noch: Die Welt ist schlecht, das Leben schön, was gibt es dran nicht zu verstehen? Aber ich habe auch beim schwarzen Plan von heute noch einen schönen Spiralsatz gefunden. Einmal dreht sich die Welt am Tag, ohne dass ich sie frag. Habe ich ein Stück vom Glück gefunden? Komm zurück, so heißt das nächste Stück. Reimt sich. Der Plan. Träume, immer träume von meiner süßen Kleinen. Du bist mein ganzes Glück. Bitte komm zurück. Mein Traum, der ist zu Ende. Nun muss auch ich aufstehen. Doch du bist weg, du musst so früh zur Arbeit gehen. Thank you.
Agentur. Kommst du in der Pause? Ich warte und ich schaue auf die Sei lieb, komm zurück. Sie hörten Proben aus dem neuen Planalbum Es ist eine fremde und seltsame Welt. Ach ja, der Satz. Also, ich bringe da wohl ein paar Fälle durcheinander, aber einen Namen höre ich immer wieder von dieser Sängerin. Sie wohnt in einem Mietshaus ganz in der Nähe von euch. Es ist auch nicht weit von der Wiese, wo du das Ohr gefunden hast. Ist eine fremde, seltsame Welt, was? Ja. Weißt du, wo dieses Haus ist, wo die Frau wohnt? Es ist gar nicht weit weg, das finde ich ja so unheimlich. Ich würde sagen, der Film hieß Blue Velvet, David Lynch. Haben Sie keine Angst, folgen Sie mir in das Apartment der geheimnisvollen Sängerin. Auch wenn dort die Wände beben vor Verzweiflung. Tiefen Haussegen, Mr. Mark Almond. Love.
Sally, Timms, eine neue Stimme und ein Gast, Mark Almond, sangen ein Lied von Mark Almond. This house is a house of trouble. Vor kurzem erreichte uns die Nachricht, dass sich die Willing Sinners, die Almond Band, aufgelöst hat. Ob das Album mit den Jacques Brel-Liedern noch fertig geworden ist, weiß der Teufel. Und während ich so rede, stößt mir die Sally von eben in die Rippen und meint, hey, du wolltest doch eigentlich über mich erzählen. Sag, dass die Drifting Cowgirls eigentlich eine Country-Band sind. Dass ich manchmal bei den Macons mitsinge und dass das meine zweite Single ist. Ach ja, und sag, dass ich einen tollen Hintern hab. Frau Timms hat mir außerdem gestattet anzumerken, dass mich das folgende Lied zu Tränen rührt. Fast. Als ich bei der Tür draußen war, habe ich wieder mit dem Trinken begonnen. Chained to the Anchor of Love, Sally Timms und ihre rastlosen Mädels. The sun comes up like a shadow, and the gin makes my mouth taste so stale. But I'll be drinking some more when you've walked out that door. Chained to the anchor of love. Chained to the anchor of love. Chained to the anchor of love. I'm drowning. The anchor of love. There's no ships left in the harbor, and there ain't no more fish in the sea. This old port in a storm ain't enough. Chained to the anchor. Gern Hamburg 4395648. Ja. Meldet sich eine Firma namens Record Vox. Record Vox. Ja, das brauche ich nicht herschreiben. Auf 723? Nein, auf 696. Ach, impulsfrei. So. Auf 696. Ist gut. Okay, danke. Jeanette? Ja? Die Jeanette Bleker, die jetzt am anderen Ende der Leitung ist, sitzt in Hamburg, ist Vorstand einer Plattenfirma Record Vox, die auch Künstleragentur ist.
Und Record Vox hat sich spezialisiert auf Ausnahmekünstler, soll heißen Leute wie Nick Cave, Big Black, Butthole Surfers, vielleicht sagst du auch noch ein paar. Ja, Sonic Youth, The Swans, Scratch Acid, Henry Rollins, Gore, The Young Gods, Laibach, Crime in the City Solution. Ja, jetzt machen wir gerade, also planen wir sogar noch eine Tour mit den Scientists. Also alles recht derbe Angelegenheiten. Ja. Aber in diesem Fall geht es nicht darum, die Greatest Hits der Firma Record Vox zu präsentieren, sondern es geht darum, ein anderes Ding vorzustellen. Die Jeanette hat sich Großes vorgenommen. Eine Sache, die sich King of Independence nennt. Was ist das? Also mit Kings of Independence, also erstmal der Titel, der kam eigentlich so von einer Sekunde auf die nächste. Wir brauchen einen Titel und letztendlich die Bands, die halt auf dem Festival auftreten, sind für mich nun halt wirklich mal die Größen der Independent-Szene. Du hast das Stichwort gesagt, Festival. Ja. Was wird das werden? Ja, also es sind also zwei Festivals mit jeweils der gleichen Besetzung. Davon ist eins in Hamburg am 15. August im Knopf's Music Hall und eins am 16. August in der Bonner Biskuithalle. Und naja, das geht abends um 8 Uhr los und wir bis morgens circa um 4 Uhr, also fast Open End, gehen. Ein ziemlicher Marathon. Ja. Und wer sind die King of Independence? Ja, das sind also erstmal eben Nick Cave and the Bad Seeds als Headliner. Neben den Fall natürlich, die natürlich auch gleich Headliner sind. Dann The Swans, die Butthole Surfers, Crime and the City Solution, Holy Toy und eben, wie schon gesagt, die deutsche Band Die Haut. Eine, die auch mit Kid Congo und Anita Lane auftreten werden. Eine inzestiöse Familienparty. Ja, letztendlich also sind einige der Musiker dann gleichzeitig in mehreren Bands vertreten, wie eben Mick Harvey in den, also gleich in drei Bands, Die Haut, Crime und in Bad Seeds, Thomas Wiedler, Die Haut und die Bad Seeds, Kid Congo, die Bad Seeds und Die Haut. Also viele von den Jungs müssen gleich zweimal auf die Bühne. Jede Band war, also das ist sowieso sehr witzig gewesen, also keine Band wollte direkt nach dem Battle Server spielen. Das war also hier für uns ein riesiges Problem, die Bands nacheinander aufzustellen. Also dann zuletzt hat sich dann Crime entschlossen, vor Battle Servers zu spielen und die Swans haben dann gesagt, okay, wir nehmen es mit den Battle Servers auf und wir spielen nach ihnen. Das heißt, jeder hat geglaubt, nach den Battle Servers ist die Wüste, da ist alles genau, kaputt. Genau, da können wir nicht mehr auf die Bühne irgendwie. Und Nick Cave hat auch selbst darauf bestanden, also nicht mit der Band in einem Hotel zu sein und auch mindestens... Wirklich? Ja, und auch mindestens 2 Stunden zwischen den Buttholes und seinem Auftritt zu haben. Die sind ihm zu ungezogen, zu wild. Es hat auch so ein paar Sachen, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass also die Buttholes, glaube ich, sehr respektlos über Nick reden. Und schon eine ganz, ganz merkwürdige Band sind. Also es gibt keine, ich habe noch nie sowas erlebt in meiner ganzen Laufbahn, dass eine Band also wirklich bis auf die Minute genau wissen wollte, wann was los ist. Und sie bestehen darauf, dass also keiner des Begleitpersonals auch nur einen Tropfen Alkohol trinkt, geschweige denn irgendwelche anderen Drogen zu sich nimmt, obwohl sie selber natürlich zuschlagen wie die Irren. Also irgendwie schon ein ganz verrückter Haufen eigentlich. Aber ich habe mir auch gesagt, mit denen nehme ich es auch auf. Na, der Himmel wird ein Einsehen haben. Wie ist das mit den Karten, mit dem Vorverkauf? Für alle Leute, die also aus Österreich jetzt nach Bonn oder nach Hamburg kommen wollen, die haben die Gelegenheit, also bei uns im Büro anzurufen. Und das ist die, also Deutschland ist 49, Hamburg ist 40 und unsere Rufnummer ist 430-1210. Und dann kann man sich also an uns wenden und wir haben Mittel und Wege, entweder Karten zuzustellen beziehungsweise die entsprechenden Nummern vorzuvermerken und jedem Beteiligten also gleich eine Nummer zu geben und zu sagen, so unter der Nummer kommst du rein. Mhm. Die nächste Band, die jetzt in diesem Programm dann auftreten wird, heißt Big Black. Die waren jetzt unlängst auf Tournee. Vielleicht sagst du noch irgendwas dazu, so die persönliche Tournee, Erfahrungen. Also die haben nur 3 Konzerte in Deutschland gemacht.
also haben insgesamt eine 9 Konzerte in Europa gemacht, bevor sie sich auflösen. Und der Grund ihrer Auflösung, ich habe mit Steve Albini selber geredet und habe ihn gefragt und er sagte mir, also wir sind an einem Punkt angelangt, wo ich denke, dass wir schon ungemein erfolgreich sind. Und ich glaube, wir können gar nicht mehr erfolgreicher werden, sagte er. Und er meint, man müsste immer am besten Punkt der Karriere aufsagen. Eine Band, die am besten unter Ausschaltung des Gehirns funktioniert, oder besser, funktionierte. Ich hätte mir nicht gedacht, dass der erste Bericht über diese US-Band gleich zum Nachruf wird. Dass Big Black, existent seit 82, nicht früher hier aufgetaucht sind, hat einen hirnrissigen Grund. Es gibt ein Big Black-Cover, da kracht ein Hammer auf einen Schädel, Blutstropfen, und man sieht eine Nickelbrille Krankenkasse-Fasson wegfliegen. Ich habe diese Brille immer gehasst, die das halbe Cover einnahm und mir nie die Platte gekauft und so immer vorbeigehört an dieser Band. Dabei spricht allein der Name für sich. Big Black, das große, schwarze Nichts. Dahinter kann nicht mehr viel kommen. Musik
Wir tun Dinge, schlechte Dinge, gehen an Orte, miese Orte. Sogar dann, wenn die Spannung nicht einmal die Herabwürdigung wert ist. Vielleicht brauchen wir die Erniedrigung. Vielleicht verbinden wir sie automatisch mit der Spannung. Und nach einer Weile können wir beides nicht mehr auseinanderhalten. Dann wird die Spannung zweitrangig. Das Ausnahmezustand ist, hören Sie selber. Ein Rhythmusgerät, ein Bass, zwei Gitarren, Big Black. Was soll ich Ihnen erzählen? Interessiert es Sie zu hören, dass sich die Inhalte der Lieder genauso hart an der Schmerzgrenze bewegen wie die Musik? Drehen wir die Sache so. Big Black sind die ultimate Hardcore-College-Band, die die Schraube des immer weiter, immer härter, immer exzessiver, ganz, ganz fest angezogen hat. Steve Albini, der Kopf von Big Black, ein unscheinbarer Schmaler mit Brille, war lange Zeit Schreiber bei Amerikas direktestem harte Musikbandagenmagazin, Forced Exposure. So berät, wie unangenehm parteiisch. Albini ist ein hochgradiger Spezialist, der zu viel nachgedacht über Musik. Und das ist für die Musik, die er macht, ein Problem. Er ist nicht der rohe, bullige Krachschläger, der er vorgibt zu sein. Das weiß Albini auch. Also schreibt er heute Begleittexte zu seiner Musik, die sagen, nein, wir haben nie nachgedacht. Wir waren immer schon rohe Krachmacher. Und um sich selber zu überzeugen, wird er immer härter in seinen Statements. Ich gebe kein Stück verpisster alter Negerkotze um einen philosophischen Unterbau. Ich liebe den Lärm. Ich liebe den gemeinen Lärm, der einen großen Arsch hat, der meinen Kopf aus den Angeln hebt. Wir sind so gepeinigt und ruiniert von unserem großartigen Leben, dass wir diesen Lärm brauchen wie einen Schuss. Große, schwarze Nichts. Auf Atomizer, dem letzten Album der Band, gibt es ein Stück, das mir Angst macht. Sie sollen es hören. Steve Albini schreibt dazu in den Liner Notes. In kleinen Städten gibt es nur wenig Vergnügungen. Zwei davon sind schneller Sex und Brandstiftung. Wenn die einfachen Ablenkungen ihre Spannung verlieren, entstehen neue Varianten. USA 1986. Das ist die Geschichte von einem, der sich der Langeweile wegen in Brand steckt. Kerosin, Big Black. Probably come to die in this town.
lived here my whole life. Never anything to do in this town. Lived here my whole life. Never anything to do in this town. Lived here my whole life. Probably learned to die in this town. Live here my whole life. Nothing to do, sit around at home. Sit around at home, stare at the wall. Stare at each other and wait till we die. Stare at each other, wait till we die. Probably come to die in this town. Live here my whole life. There's kerosene around. Something to do. Kerosene around. She's something to do. It's kerosene around. She's something to do. It's kerosene around. We'll find something to do. It's kerosene around. She's something to do. It's kerosene around. Set me on fire. Sie haben es überstanden. Das große schwarze Nichts hat sich verzogen. Der Rest wird Unterhaltung. Young, popular and sexy. Das ist der Titel, unter dem sich das britische Label Factory, Heimathafen von New Order, mit einem Sammelalbum für den amerikanischen Markt empfiehlt. New Order sind nicht dabei.
someone that it's got to be me. And that's not made from cheese, and it doesn't get you free. So now you're wise enough to know that fluff need a job. Shark Wagers, Duroti Kalam, Happy Mondays, Kalima. Sie hörten das Problem der Firma Factory. Lange Jahre war Factory nur Joy Division, später dann nur New Order. Alle anderen Bands waren schwache Staffage, ausgenommen vielleicht noch A Certain Ratio. Die typische Factory-Krankheit war immer wunderschöne Verpackung, leerer Inhalt. Man vergaß, Nachwuchsmannschaften aufzubauen, die hinter New Order hätten nachstoßen können. In den letzten beiden Jahren wollte die Firma dieses Image durch Blitzeinkäufe sanieren. Die Bilanz dieser Bemühungen, der vorliegende Factory Sampler, ist ernüchternd. Nur eine echte Entdeckung, ganz nett zwischen Smith und Go-Betweens, The Railway Children. A gentle sound. Banished God from the town.
die Kinder von der Eisenbahn, die Railway Children, die allerletzte Reserve der Firma Factory, nachdem auch A Certain Ratio vor kurzem bei einem Major-Label unterschrieben hat. Weil man die kleinen Bands besser ins Licht rücken wollte, enthält das eben vorgestellte Album keinen Titel der Band, die quasi im Alleingang alle Einnahmen der Firma Factory einspielt, New Order. Wir haben exquisiten Ersatz. Eine Kassette vor langen Jahren in Belgien veröffentlicht, längst vergriffen, ist jetzt als Compact-Disc erschienen. From Brussels with Love. Übrigens die Compact-Disc mit der schlechtesten Tonqualität, die ich je gehört habe. Und dort spielen New Order die ungewohnte Rolle einer Begleitband, der des Singer-Songwriters Kevin Uick. Ein Sommerlied, Haystack. Sie zog ihre Stöckelschuhe aus und wir kletterten ins Heu. She picked up her stilettos and we fell into the haystack. And I found a needle and she pulled her sleep back. And I crashed into her ash, scooting up her arm, leaving tire tracks. To give her the rush of the flash on trash. Honey, in the morning the bees are singing and the birds are stinging in an open air surgery, in an open air surgery, in an open air surgery. Birds are stinging in an open air surgery, in an open air surgery, in an open air surgery. Die Ewigkeit. Sie hörten ein Tonjournal mit Lee Rinaldo, A Primary Industry, Dem Plan, Sally Timms und Mark Almond, Big Black, Factory Bands, Kevin Uick und New Order. Die Telefonnummer, die Sie zum King of Independence Festival nach Hamburg oder Bonn bringt, können Sie in der Musicbox-Redaktion erfragen. Doris Glaser und Werner Geier verziehen sich. Und vergessen Sie nicht den Merksatz, den Ihnen der Plan noch mit auf den Weg gibt. Einmal dreht sich die Welt am Tag und ohne dass ich danach frag, hab ich ein Stück vom Glück gefunden, hab ich ein Stück vom Glück gefunden.
sind zwei Sekunden, ein Leben dauert 1000 Stunden. Einmal dreht sich die Welt am Tag und ohne dass ich da frag, hab ich ein Stück von Glück gefunden.